Und herzlich willkommen heute zum Resümee nach 3 Wochen raus aus der Lustfalle Challenge, die jetzt im April bzw. Mai, also startet im April, ging im Mai zu Ende. Und wie ich das immer so mache, mache ich ja direkt am Ende der jeder einzelnen Woche ein Resümee darüber, wie es gelaufen ist. Jetzt sind wir durch. Es waren 3 wunderschöne Wochen. Man kommt sich so richtig schön näher und stellt fest, dass die anderen Leute so richtig schön nett sind. Denn es ist ja immer so, ich finde ja, Esssüchtige sind ein ganz besonderer Personenschlag. In dem Sinne, als dass die dazu neigen, anderen Leuten unglaublich viel zu geben und sich selbst Sachen zu versagen, weil andere Leute wichtiger sind als sie. Und dieses Defizit füllen sie dann wieder auf mit Essen. Und wenn nur Esssüchtige zusammenkommen und die sich gegenseitig die ganze Zeit geben, dann kriegen die auch mal was. Und das ist einfach eine wahnsinnig angenehme Atmosphäre. So, also bei mir ist jetzt noch ab Mai und ihr seht dieses Video Ende Juli, Anfang August. Irgendwann dann. Naja, ja, also wie gesagt, es sind 3 Wochen rum und jeder Durchlauf ist anders. Wobei, jeder Durchlauf ist anders. Das einzige verbindende Element bin da schlussendlich ich. Aber natürlich sind sie sich nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also, es war jetzt dieses Mal irgendwie, fand ich, ein bisschen holprig und ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Es war holprig in dem Sinne, als dass eine Ex-Teilnehmerin, die wieder gemacht hat, direkt am ersten oder zweiten Tag so mega Stress im richtigen Leben hatte, dass sie da eine Ausnahme gemacht hat. Direkt am vierten Tag hat dann noch jemand eine Ausnahme gemacht und was ich nicht gemacht habe, war schimpfen. Denn ich finde Schimpfen kontraproduktiv. Denn derjenige, der halt versagt hat, macht sich wahrscheinlich selber schon Vorwürfe. Und wenn ich dann auch noch oben drauf haue, so, wieso konntest du dich nicht am Riemen reißen, dann glaube ich, bringt es das nichts. Was ich normalerweise dann mache, ist zu fragen, weißt du, wieso das passiert ist? Und die eine Person wusste es, die andere wusste es nicht. Und jedenfalls kam es dann dadurch so, dass, ich weiß auch nicht, die anderen das Gefühl hatten, okay, wenn der eine Ausnahme hat, der hätte ich auch eine Ausnahme. Und irgendwie machten plötzlich alle Ausnahmen. Und das war dann der Moment, wo ich tatsächlich schimpfen musste, weil ich dachte, was ist hier los? Es ist nicht in eurem Sinne, wenn ihr das nachmacht, was jemand anderer versagt hat oder so. Denn ein Entzug geht nicht, wenn man alle 4 Tage eine Ausnahme macht. Es funktioniert nicht. Der Sinn ist raus aus der lustvolle Programm. Es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung an sich selbst. Und das Furchtbare daran, wenn man das nicht ernst nimmt oder halt eine Ausnahme macht, völlig egal, ob man sie mir mitteilt oder ob man sie alleine macht, ist halt, dass man nach den 3 Wochen da rausgeht und weiß, ich habe es nicht mal 3 Wochen geschafft. Und der Grund ist dann in der Regel nämlich überhaupt nicht der, dass man nicht die Disziplin oder den Willen hat, denn die Gelüste sind ja nach 4 Tagen weg. Es ging einfach nur darum, dass weil andere Leute Ausnahmen gemacht haben, man das Gefühl hat, es steht einem auch eine Ausnahme zu. Und ich habe da sehr mit mir gehadert, habe gedacht, was habe ich denn falsch gemacht? War das nicht klar? Habe ich das nicht klar kommuniziert? Dass es nicht wünschenswert ist, dass man dann eine Ausnahme macht. Es war, keine Ahnung, es war komisch, es war holperig. Nichtsdestotrotz haben sich dann doch die meisten Leute nach der einen Ausnahme gefangen. Jeweils, nachdem ich es angesprochen hatte, schon mal sowieso. Also ich will da nicht schimpfen. Ich will da irgendwie erklären, dass das wichtig ist. Ja, zum anderen hat sich wieder jemand mit einer Essstörung in der Challenge wiedergefunden. Und ich will Leute mit einer Essstörung auch nicht ablehnen. Aber ich hatte schon mal vor Jahren eine Magersüchtige dabei, also als es noch öffentlich auf Facebook war. Jetzt hatte ich eine Bulimikerin dabei und es ist
ich muss einfach sagen, es ist mit Essgestörten schwerer als mit Esssüchtigen, weil Essgestörte irgendwie nie das machen wollen, was ich sage, dass die tun sollen. Sprich, Sachen mit Kalorien essen zum Beispiel. Denn nur wenn man Sachen mit Kalorien isst, kann man auch satt werden. Und nur wenn man Sachen mit Kalorien isst und satt isst, dann verführt ein Zeugs, das außen rum liegt, nicht zu einem Rückfall. Und da ist irgendwie, ist da, also ich bin ja schon davon überzeugt, dass Leute, die eine Essstörung haben, eine Esssucht als Grundlage haben, aber da ist noch so viel draufgebaut, was irgendwie dazu führt, dass sie meine therapeutischen Ratschläge nicht annehmen wollen. Auch das Innere nicht wirklich auspacken wollen. Und da sind Esssüchtige völlig anders. Aber wenn eben das nicht passiert, wenn das Essen nicht richtig durchgeführt wird und wenn man nicht über was die Gründe sind, dass man isst, reflektiert, dann kann hier niemals, jemals eine Heilung stattfinden. Denn das sind die zwei Schritte, die passieren müssen. Man muss verstehen, wie die Drogennahrung auf einen wirkt und man muss verstehen, was in einem selbst vorgeht. Und irgendwie sind Esssüchtige da nicht so problematisch und ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht, weil die noch nie in der Therapie waren, weil denen in der Klinik noch nie gesagt wurde, du musst das und das und das machen. Vielleicht sind die so aggro beziehungsweise so resistent, weil sie schon andere Sachen probiert haben. Ich kann es nicht sagen. Ein Esssüchtiger kommt zu mir und ist einfach nur froh und dankbar, dass er sich endlich satt essen darf. An allem Essen, was challenge-tauglich ist. Und so haben tatsächlich dann auch die Übergewichtigsten die wenigsten Ausnahmen gemacht. Weil die einfach dieses elende Diätenleid waren. Weil die sagen, ich kann es nicht mehr, ich mache es seit 20 Jahren, ich kann nicht mehr Punkte zählen oder Gramm Fett zählen oder Kalorien zählen, das ist ganz, ich kann es nicht mehr. Ich brauche eine Ernährung, die ich machen kann, wo ich mich satt essen kann, die mir schmeckt und die mir keine Probleme macht, wo ich trotzdem bei abnehmen kann. Und das kann das Raus aus der Lustfalle-Programm geben. Und so war das dann überhaupt kein Problem. Und natürlich haben die, die am besten durchgehalten haben, dann auch am meisten abgenommen. So hatte ich eine Familie dabei. Beziehungsweise natürlich hat die Frau sich angemeldet mit einer 10-jährigen Tochter und Ehemann und sie hat gekocht und die zwei anderen haben mitgegessen. Und es hat allen dreien geschmeckt. Sie haben alle drei abgenommen, die ganze Familie insgesamt 17 Kilo, wobei die eigentliche Kursteilnehmerin am meisten abgenommen hat, 7 Kilo, ihr Mann 6 Kilo und die 10-jährige Tochter 3 Kilo. Obwohl die draußen, nicht zu Hause, durchaus andere Sachen gegessen hat. Und ja, die sind alle drei übergewichtig, daher passt das schon so. Ich habe eine Teilnehmerin dabei gehabt, die eine bariatrische OP bereits hinter sich hatte. Heißt, einen Schlauchmagen operiert bekommen hatte, weil sie halt massiv übergewichtig war vorher. Und auch die hat tatsächlich mit der Challenge-Ernährung dann nochmal abgenommen. Sie hat genauso viele Kalorien gegessen, wie sie vorher gegessen hat. Man muss ja sowieso, wenn man eine Magen-OP hatte, seine Ernährung umstellen und man muss kognitiver essen und ausgewogener essen und Nahrungsergänzungsmittel nehmen und all so Zeug. Und regulär isst sie 1100 bis 1200 Kalorien. Hat sie bei der Raus aus der Lustfalle-Challenge auch gemacht. Aber sie hat hier 4,4 Kilogramm abgenommen mit einfach anderem Essen, trotz selben Kaloriengehalt. Und das ist eigentlich der Punkt von, eine Kalorie ist nicht wirklich eine Kalorie. Es hängt auch mit der Qualität der Kalorien zusammen. Und da war meine große Sorge, kann man denn, wenn man eine bariatrische OP hatte, auch die Mengen essen, die eigentlich gegessen werden sollen? Das ging nicht so reibungslos. Besonders hier in Bezug auf Gemüse und Hülsenfrüchte. Mir ist aber das Eiweiß so wichtig. Und so habe ich ihr und auch noch einer anderen Teilnehmerin eine Ausnahmegenehmigung erteilt zum Konsum von Proteinpulver. Was ich eigentlich nicht so geil finde, aber bei ihr war einfach der war ausschlaggebend, dass da nicht genug Magen da ist, dass man diese Fülle da reinkriegen kann. Bei der anderen Teilnehmerin ist Schlagekräftig, das ist kein Wort, oder? War ausschlaggebend, dass
sie auf Hülsenfrüchte allergisch reagiert. Irgendwie Histaminintoleranz, irgendwas, es fängt dann an, irgendwie überall zu jucken. Und mir ist es wichtig, dass die Leute genug Eiweiß essen, im Idealfall durch Hülsenfrüchte, aber wenn das nicht geht, dann lieber durch Eiweißpulver, was man in was Essbares einrührt und nicht zu einem Shake mischt und dann trinkt. Genau, die Teilnehmerin mit der Hülsenfruchtintoleranz hat ebenfalls 4 Kilo abgenommen. Also das ist so, das war so der Standarddurchschnitt eines mäßig übergewichtigen Menschen. Frau in der Regel, es waren wieder nur Frauen dabei, um die 4 Kilo mit Sattessen, mit immer dann essen, wenn man Hunger hat, ohne sich groß einzuschränken. Und das ist enorm. Ich habe die Geschichte schon mal früher erzählt. Eine andere Teilnehmerin hat 4,1 Kilo abgenommen in den 3 Wochen und sagte, das sei für sie bombastisch viel, weil sie normalerweise, wenn sie eine Diät einhält, ungefähr 300 Gramm die Woche abnimmt. Und das mit Qual, mit Einschränkungen, mit Hunger haben. Und solche Sachen. Und das ist alles im Raus aus der Lust vor der Programm einfach überhaupt nicht gegeben. Man isst nur die entweder erlaubten Nahrungsmittel, Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, einen Esslöffel Leinsamen, eine Paranuss, macht da alles raus, was man machen möchte, isst sich satt, isst immer dann, wenn man Hunger hat, isst 500 Gramm Gemüse als allererstes morgens und dann schmilzt das ganze Fett einfach so vom Körper runter. Und nach ein paar Tagen fällt es halt auch überhaupt gar nicht schwer. Das ist das Wunderbare daran. Ja, ich glaube, das war so Pi mal Daumen das Relevanteste. Der nächste Kurs startet am 4. September für alle Leute, die es irgendwie nicht schaffen, sich alleine am Riemen zu reißen, mit Hilfe meines Buchs Raus aus der Esslustfalle. Sich am eigenen Schopf aus der Esslustfalle rauszuziehen. Es ist halt einfach im Rahmen des Kurses leichter, weil alle am selben Tag anfangen, weil man ein Teil einer Gruppe ist, man hat Gleichgesinnte, man hat auch Geld dafür bezahlt und so ist die Motivation dann einfach nochmal ein Hauch größer, jetzt auch wirklich dran zu bleiben, was logisch ist. Und die anderen triggern einen dann quasi dazu, den Fokus darauf zu bewahren, weil dann in der WhatsApp-Gruppe dauernd irgendjemand irgendwas postet oder Fotos von seinem Essen hat und so weiter. Und so weiß man immer, Essen ist was, worauf ich jetzt gerade achten muss und vergisst das in der Regel nicht. Ja, ich mache aber vorher auch nochmal ein Webinar zu dem Thema Essen als Sucht. Das ist am 5. August. Genau, 5. August, 19 Uhr. Hilfe, ich kann nicht aufhören, heißt das. Esssucht und emotionales Essen verstehen und überwinden. Das ist alles nochmal ein bisschen anderen Worten als in meinem Buch und vielleicht auch irgendwie. Ich finde ja immer, wenn Leute Sachen direkt erklären, ist es irgendwie noch plastischer, als wenn man sich das anlesen muss. Dann kann man in viel kürzerer Zeit Sachen sehr gut und sehr schnell verstehen. Und ja, dafür kann man sich kostenlos anmelden. Wie gesagt, es findet statt am 5. August um 19 Uhr. Anmeldung unter www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Dauert etwa 40 Minuten, der eigentliche Vortrag. Und danach gibt es noch eine Fragerunde, wo ihr mir Fragen stellen könnt zum ganzen Thema Esssucht, aber meinetwegen auch zu anderen Sachen, die euch gerade auf der Seele brennen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Ja, das war's, glaube ich, für heute, für dieses Mal. Wir sind ein weiteres Mal durch. Jetzt kommt noch 5 Wochen Nachbetreuung, weil der eigentliche Kurs geht ja 8 Wochen, also 3 Wochen Challenge und dann 5 Wochen Nachbetreuung, wo man sich wieder an andere Nahrungsmittel rantraut und halt rausfindet, welche Nahrungsmittel sind eine Katastrophe für mich, wo verliere ich absolut die Kontrolle und andere, die zwar in der Challenge verboten sind, mit denen man persönlich aber keine Probleme hat. Auch sowas gibt's. Denn der eine ist süß, der andere ist herzhaft, manche Leute stehen total auf Brot, andere eher auf Eis. Man ist da verschieden und unterschiedlich geprägt. Ja, das war's für heute. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Silke.